Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dark Parables, der Dieb und das Feuerzeug. So, er ist von oben runtergefallen hier, unser Retter, wie auch immer. He's going after Gerda. She's the last thing he needs. A golden child to ensure his immortality. You have to get there before him. I'll channel all my energy to teleport you. Take my hand. Kapitel 8. Detective, I thought you were dead. Rasputin was just here, and Gerda, she lured him away from the city. She ran toward the old battlefield where my grandfather defeated Rasputin. There's not much we can do against his power, but we have to try. I really hope this plan of yours will work. All right, let's go. Let's go. Wir müssen uns beeilen. Wo müssen wir denn hin? hier schon mal nicht. Okay, gut. Dann eben so rum. Hier wahrscheinlich, ne? Nee. Ach, verdammt. Zu dem Schlachtfeld. Ja, wo ist denn das Schlachtfeld? Warte, ich guck mal auf die Karte. Ach so, ach hier. Da ist das Schlachtfeld. Get away from me. Verschwinde. Okay. Once your life is mine, I'll be unstoppable. Rasputin hat sie in seiner Gewalt, aber zumindest kann seine Magie bei ihr nichts ausrichten. Was soll ich nur tun? Hier gehört das Erdsiegel hin. Ich habe das Gefühl, das ist gleich zu Ende, das Spiel. Kriegen wir schon... Hä? Setze das oben abgebildete Symbol aus den anderen zusammen. Sie dürfen sich nicht überschneiden. Okay. Haha. Sehr schön. So. Okay, nächstes. Hier gehört das Feuersiegel hin. Fahre mit dem Zeiger von oben oder unten ausgehend über die Kacheln, um das gesamte Feld in Brand zu stecken. Wenn du über bereits brennende Kacheln fährst, löschst du das Feuer wieder. Du hast zwei Züge. Was? Warte, was? Fahre mit dem Zeiger von oben oder unten ausgehend über die Kacheln, um das gesamte Feld in Brand zu stecken. Wenn du über bereits brennende Kacheln fährst, löschst du das Feuer wieder. Du hast nur zwei Züge. Oh Mann. Ja, das wird ja nichts. Ups. Ich habe zwei Züge bloß. Machen wir einfach mal das ganze Feld. Das wird mir auch nicht helfen, ich weiß. Nicht so wirklich, ne?
Aber ich kann halt auch nur da anfangen. Ah, ich bin clever manchmal. Manchmal. Voll daneben geschossen. Hier kommt das Luftsiegel hin. Hold on, Gerda. Warte, Gerda. Okay, was denn? Tausche die Symbole aus, bis alle an der vorgesehenen Stelle sitzen. Ah, okay. So, was ist das? Moment mal. Das kommt erstmal da oben hin. So. Jetzt kommt das darüber. So. Hier kommt natürlich das hin. Ist ja klar. Perfekt. Yippie. So, und das letzte, das Wassersiegel. Hoffentlich können wir ihn dann aufhalten hier. It's time to fix the past. Here on the very battlefield where I was defeated. The people of Snowfall Kingdom will never accept you as their king. We'll fight you to the last man. I know. That's why I intend to kill every last one of you. Bilde Symbolenpaare. Hä? Ach du meine Güte. Wäre nett, wenn man sie vorher ein bisschen wenigstens sehen könnte. Aber das geht. Ja, das geht doch. Oh, wo ist das letzte? Sehr schön. Bäm! Warum funktioniert das nicht? Komm schon, bitte. Ja, bitte. Forgive me. I just want my friends back. Endlich hat die lang erwartete Hochzeit von Gerda und Gwyn stattgefunden. Noch lange werden die Menschen von diesem Fest sprechen. Natürlich tat ihnen die Entwicklung der Dinge auch leid. Also beschlossen sie, Kai die größte Verantwortung zu übertragen, das Feuerzeug. Doch in gar nicht weiter Entfernung wächst ein Schatten über die Stadt Anaben. Und der Märchendetektiv wird mit einem neuen Fall betraut. Wer hätte das gedacht? Es ist schon zu Ende. Wie gut, dass wir die Sammler-Edition haben, weil dann können wir nämlich jetzt einfach schon mit dem Bonuskapitel starten. Würde ich sagen. Also machen wir das mal hier mal weg. So. Oh oh, das lässt nichts Gutes ahnen. Sehr gut, Glückwunsch, du hast das Spiel abgeschlossen und kannst nun auf den Bonusinhalt zugreifen. Jawohl, und wir wollen natürlich das Bonuskapitel spielen.
Rasputin war verbannt, im neuen Königreich Schneefall herrschten Gwyn und Gerda gemeinsam. Doch ihrem Freund Kai bereitete das Feuerzeug große Sorgen. Er spürte seine trügerische Macht zu jeder Stunde des Tages und wollte sich dieser Macht endgültig entziehen. Kai versammelte eine Gruppe erfahrener Seeleute um sich und stach in See, um das Ende der Welt zu finden. Das Ende der Welt. Ich werde wieder Mittel nehmen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. Ich kann den Modus jederzeit ändern, ich weiß. So, dann machen wir nämlich jetzt noch ein bisschen was vom Bonuskapitel. Ich denke, das ist auch in eurem Sinne, weil es besser als ein 10-Minuten-Part, oder? We banished Rasputin back into the tinderbox, but nothing is safe from him, unless... In my dreams, I saw a faraway island at the edge of the world, somewhere no one could ever find. I decided to find this place and take the tinderbox there. Then the world would finally be safe. Oh nein, das Seeungeheuer hat alle aus dem Schiff geschleudert und da braut sich ein Sturm zusammen. Ich muss die Segel einziehen. Kapitel 9. Okay. Ich muss die Winde blockieren, sonst flattert mir das Segel im Gesicht herum. Sehr schön. Da ist was im Wasser. Wie soll ich das da rausholen? Mit einem Netz. Wenn wir eins finden. So, da fehlt was. Ach ja, das ist das Feuerzeug. Das sollte ich besser nicht benutzen. Sonst gibt das nur Ärger. Ich bekomme den Deckel nicht auf. Mit einem Holzbein geht alles. Oh, guck mal, eine Angel. Damit kriegen wir es vielleicht auch weg. Raus. Klamotten, Steuerrad. Können wir hier zusammensetzen. Wir bauen uns ein Steuerrad. Warum auch nicht? Steuerrad, perfekt. Das können wir hier einsetzen. Ich bin gespannt, wie wir durch das Bonuskapitel kommen. Bisher war es immer so, dass ich irgendwie immer länger gebraucht habe fürs Bonuskapitel. Huch. Ah, wir sind weitergefahren. Das war knapp. Wenn ich das Schiff nur noch bewegen kann, überlebe ich diese Sache vielleicht. Okay, das Segel hat den Sturm nicht gut überstanden. Ich muss es flicken. Schießpulver haben wir. Ah, hier. Möchtest du einen Haihappen haben? Bitteschön. Sehr schön, da haben wir eine Truhe und in der Truhe haben wir einen Kranz. Gut. Ich weiß nicht, inwiefern mir das weiterhilft, dieser Kranz, aber okay. Ich muss die Bretter irgendwie abkriegen. Aha. Die hatte mal einen Kranz auf. Okay, eine gezackte Kette. Eine Knochennadel. Vielleicht hierfür? Ah, Tatsache. So, wir haben zerrissenes Segel. Sehr schön. Oh. Oh, es geht schon weiter.
ist auch irgendwie eine coole Art, ne? Land, endlich. Hoffentlich habe ich die richtige Richtung eingeschlagen. Ach, bestimmt. So, da muss, glaube ich, das hier rein. Nicht? Dann da? Nicht? Ob das Ding noch funktioniert? Ich muss Schießpulver auftreiben. Ach so. Erst Schießpulver. Dann das? Jetzt brauche ich nur noch eine Harpune. Ach so, nee, ich habe nur einen Harpunenschaft. Dann kann das ja auch noch gar nicht funktionieren. So, hier fehlt irgendwas. Das haben wir. Was ist das? Das ist die Nautilus direkt. Sehr schön. Dann nehmen wir mal alles mit. Okay. Sehr gut. Perlen habe ich auch gefunden. Egal, wir brauchen jetzt das hier. Yay! Gut, dieses Ungeheuer hat mein Schiff beschädigt. Da werde ich wohl zu Fuß weiter müssen. Ich glaube, ich bin am richtigen Ort angekommen. Ja, ich denke auch, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Da fehlen Perlen. Wie praktisch. Ich habe welche. Und ich bekomme eine Leuchtkoralle. Hier brauche ich das passende Emblem. Das könnten wir mal wegräumen. Ich muss erst die Knoten aufschneiden, bevor ich das entwirren kann. Hm, okay. Da fehlt was. Das soll eine Spitzhacke sein. So, was? I know you're here, boy. I only want what you're carrying. Then I'll let you go. You don't want to make me mad, boy. I'll destroy you, just like I destroyed your crew. You can't hide forever. Ich habe das Gefühl, ich kenne sie. Ich bin mir sicher, wir... Moment! Das ist die Schlange, die meine Leute auf dem Gewissen hat. Okay. Diese Kristalle könnte man unter Umständen noch brauchen. Ich müsste sie allerdings zerbrechen. Vielleicht mit der Spitzhacke. Yay! So, da fehlt ein Symbol, nehme ich mal an. So dunkel hier drin. Ach nee, das ist ein Deko-Gewicht. Eine Leuchtkoralle. Die hilft mir. Ein Mosaikkreisstück setzen wir uns jetzt zusammen. Das kann ja lustig werden, ein Mosaikkreisstück. So viele kleine Mini-Teilchen hier. Das da brauchen wir noch. So, ich habe alles gefunden. Perfekt. Yay! Wieder was geschafft. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das Mosaikteilchen. Ne, hier kommt das hin. Okay. Drehe die drei Zahnräder und die Scheibe in der Mitte. Die Steine und die Form müssen gleich sein.
Na, das war ja nicht schwer. So. Nee, da kommt ja ein Emblem hin. Hier kommt das Mosaikteil rein. Dann haben wir da das Symbol für die Säule. Können wir dann auch direkt schon reinpacken. Oh, sieh einer an. Jetzt kann ich da hinaufklettern. Aha. Ich glaube, man muss in einer bestimmten Reihenfolge auf diese Säulen treten. Okay, das müssen wir dann erst noch finden. Nee, ich glaube nicht, dass sie hier hinkommt. Gehen wir mal hier hin und gucken. The key. Can't find the key. Lost in the forest. Can't. Okay. Huch. Fool, you can't escape me. Give me the tinderbox, or I'll tear you to shreds. You will not use your vile magic here. You, help me repel her. Just open that dome. Okay. Der Schlüssel fehlt, Meister. Was soll ich nur tun? Erstmal umschauen. Beziehungsweise, ich muss eigentlich mal einen Cut machen. Dementsprechend, ich mache einen Cut an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in einem neuen Part dann bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!